werden uns jetzt die Position aller Gegenstände anschauen. Let's go. Wir kommen rein. Gleich links haben wir die Spieluhr. Hier rechts haben wir die Karten. Dann gehen wir hier durch, gehen in die Garage. Hier hinten haben wir den Spiegel in der Ecke. Das Switcherbrett hier. Schädel haben wir hier. Nehmen wir mit. Dann haben wir hier in dem Schrank die Affenpfote. Hier hinten in dem Schrank die die Voodoo-Puppe. Und im Keller den Beschwörungszirkel. Spieluhr, Karten, Spiegel, Witcherbrett, Hand, Puppe, Zirkel. Wir haben alle. Let's go. Wir gehen links rein, weil dann haben wir das gesamte Haus vor uns. Haben wir hier das Witcherbrett liegen. Dann haben wir hier im Wohnzimmer die Spieluhr. Dann haben wir hier im Office den Spiegel und die Karten. Dann gehen wir nach oben. Dann haben wir hier im Master Bedroom auf der Truhe die Hand. Hier hinten im Flur, im Sessel die Puppe und auf dem Dachboden den Beschwörungszirkel. Let's go. Wir kommen rein, gleich hier rechts sind die Karten, dann ist hier der Spiegel, dann ist hier die Spieluhr, dann gehen wir hier rüber, in der Küche, Witcherbrett, wir gehen in den Keller, haben wir den Knochen, haben wir hier den Zirkel, dann müssen wir in den ersten Stock hoch, hier. Auf dem Wickeltisch ist die Hand, die Pfote und die Voodoo-Puppe ist hier hinten. Das war's. Let's go. Wir kommen rein. Im Kinderzimmer hier auf der linken Seite ist die Spieluhr. Dann haben wir hier den Spiegel. Und dann hier hinten die Karten. Dann gehen wir in den Keller hinunter. Haben wir den Zirkel. Hier hinten das Witcherbrett. Die Hand ist tatsächlich hier in dem Schrank drin. Geist ist übrigens im Kinderzimmer. Dann haben wir hier die Voodoo-Puppe. Das sind alle 7 Gegenstände in Tanglewood. So, wir sind jetzt bei Ridgeview und schauen uns die Positionen der Gegenstände an. Oh, Verzeihung. Haben wir hier einmal die Karten und ein neues Auto. Dann haben wir den Spiegel. Haben wir hier die Voodoo-Puppe im Keller. Haben wir den Zirkel. Habe ich hier unten irgendwas vergessen? 1, 2. Oh ja, Switcherbrett. Katze. Switcherbrett. Hier oben dann die Affenpfote. Und hier drüben die Musikbox. So, wir kommen rein. Direkt hier rechts ist die Spieluhr. Hier vorne ist der Spiegel. Hier drüben sind die Karten. Und der Knochen. Dann haben wir hier hinten im Master Bedroom, in der Abstellkammer, das Witcherbrett liegen. Gegenüber im Twin Bedroom auf dem Schreibtisch rechts haben wir an der Axt die Hand. Dann haben wir noch 2 Gegenstände im ersten Stock. Und zwar in der Nursery, dem Kinderzimmer quasi, haben wir hier die Puppe sitzen. Und im Hinterzimmer des des Schlafzimmers hier oben haben wir den Zirkel.
Das waren alle 7 Gegenstände auf Raft. So, wir sind im Camp Woodwind und wir gehen alle Gegenstandspositionen schnell mal durch. Let's go. Wir kommen rein. Gleich hier links haben wir auf dem Tisch die Spielkarten. Dann haben wir hier im gelben Zelt die Spieluhr. Dann haben wir hier hinten auf der Lovers Bench die Hand. Dann haben wir hier an dem kleinen Zelt angelehnt die Voodoo-Puppe. Hier am großen Baum den Spiegel. Hier drüben im Essenszelt den Beschwörungszirkel. Und hier drüben im Spielezelt das Witcher-Brett. Das war's. Jetzt sind wir Maple Lodge Campsite und schauen uns die Gegenstände an. Wir kommen rein, blaues Zelt, Spiegel hier. Wir gehen links herum, haben direkt hier die Puppe. Dann haben wir hier drüben auf dem kleinen Tisch die Karten. Müssen uns ein bisschen beeilen. Der Geist ist auf jeden Fall da. Dann haben wir hier beim Klohäuschen hinten dran das Witcher-Brett. Dann gehen wir weiter. Die letzten 3 Gegenstände sind beim Haus bzw. an dem Steg. Bei dem Steg hier hinten auf dem Stuhl ist die Affenpfote. Hallo. Dann haben wir vor dem Haus auf dem Tisch die Spieluhr und im Haus unten drin haben wir den Beschwörungszirkel. Fertig. So, wir sind in der Highschool und wir gehen einmal alle Positionen der verfluchten Gegenstände durch. Let's go. Komm rein, Haupteingang. Direkt hier rechts auf der Bank die Spieluhr. Hier an der rechten Säule die Hand. Auf der Rückseite der rechten Säule der Spiegel. Dann auf der linken Seite auf der Bank die Spielkarten. Hinter der linken Säule das Witcher-Brett. Dann hier vorne, mittig, den Beschwörungszirkel. Und hier hinten auf der Bank die Voodoo-Puppe. Das war's. So, wir befinden uns im Gefängnis, im Prison und schauen uns die Position aller verfluchten Gegenstände an. Let's go. Das ist relativ einfach beim Prison. Da ist alles im Eingangsbereich. Das heißt, hier links Spieluhr, Voodoo-Puppe, Karten, Affenpfote, Witcher-Brett, Spiegel und Beschwörungszirkel. Fertig. Wir finden uns im Moment. Wir sind jetzt in Sunny Meadows. Wir zeigen die Position aller Gegenstände. Ist relativ easy hier, weil sie alle in der Kathedrale sind. Und dazu zeigen wir noch ein kleines Gimmick, wenn sie es nicht entfernt haben. Wir schauen uns das Ganze mal an. Hier vorne sind die Karten, Witcher-Brett, Spieluhr, Voodoo-Puppe, Spiegel, Beschwörungszirkel und die Hand hier vorne. Das Gimmick ist eigentlich relativ easy. Wir zünden einfach den hier an. Wir hören schon im Hintergrund, die ganzen Kreuze drehen sich rum und beim letzten passiert das. Burn, baby, burn.